Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Röntchen Among Us. Ich habe mir eure Kommentare natürlich durchgelesen und auch zu Herzen genommen. Und ich kann es auch verstehen, dass manche Leute nicht immer nur Imposter-Runden sehen wollen. Das sehe ich ein. Deswegen gab es ja letzten Montag auch eine Folge, wo es nur Crewmate-Runden gab. Und so ein Video wird nochmal kommen, beziehungsweise noch zweimal. Im Endeffekt ist es aber so, dass ich einfach alle guten Runden mir rausschneide und die dann in meinen Videos verpacke. Manchmal ergibt es sich halt einfach nur, dass viele Imposter-Runden gut waren. Und manchmal ergibt es sich halt, dass Crewmate-Runden gut waren. Die Session, die jetzt startet, ja, die hat ein ganz besonderes Ende. Heute kommt Teil 1, morgen kommt Teil 2. Während wir heute böse unterwegs sind, wechseln wir morgen auf die gute Seite. Und dann könnt ihr immer sehen, wie sich das Ganze so ändert. Ich kann euch nur sagen, beide Folgen lohnen sich extrem. Deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei den Ründchen. Ich würde mich sehr über einen Support freuen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus. Und morgen werdet ihr etwas sehen, was ihr hoffentlich nie wieder in Among Us sehen müsst. Ja, aber wird geil, wird geil. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Oh, es geht los. So ein Ding ist das. So, Leute, vielen, vielen Dank für euren Support im Stream-Chat. Das Schlimme ist, ich arbeite mit dem absolut besten Imposter im Game zusammen. Eine absolute Legende. Er wird gleich einen umbringen und direkt gecallt. Sagen, hier reihen wir uns doch mal ein. Ging aber ziemlich zügig. So. Was ist passiert? Tim ist tot. Oh ja, stimmt, ich sehe es. Unten links. Unten, ja, das. Draußen oder drin? Unter mir. Einer ist gerade, ich glaube, Vex ist bei mir. Also, Vex ist bei mir rechts in der, also in der Mitte so fast. Nee, aber Vex ja. Wird es definitiv nicht sein. Nee, viel oben rechts, du stehst an der Tür und hast ihn nicht aufbekommen. Richtig? Ja, genau. Ja, das bin ich. Ich hatte also Vex kann ich mir nicht vorstellen. Vex ist mit, als das Licht aus war, ist Vex mit mir von ganz oben rechts von dem Teleskop zum Licht gelaufen. Und dafür ging das jetzt aber nach zu schnell. Wie weit metern wir denn? Wir spielen schon eine halbe Stunde und es ist nur einer tot. Ja, das ist Vex. Das dachte ich mir halt auch. Also echt, das wäre schon alle tot, okay? Okay. Und ich auch wahrscheinlich. Und wen ich als safe ansehen würde, ist Achim. Neben dem stand ich mehrfach alleine und er hat mich nicht gekillt. Übrigens, Jesse, jetzt kannst du dich zum Beispiel muten. Jesse, wo warst denn du? Ich habe diese Ausrufezeichen gesucht oder Fragezeichen. Und stand darum. Jesse, schade. Und auf einmal standen alle bei mir. Hast du schon eine Aufgabe gemacht? Nee, ich bin zu den Ausrufezeichen gegangen und hab mir die Kameras angeguckt tatsächlich. Aber da habe ich nichts gesehen. Okay, also du musst zu diesen Ausrufezeichen hinlaufen, ja, genau. Und da musst du die Aufgaben machen. Das ist auch essentiell wichtig. Auch ja gut, ich war bist. Ja bei einem und da habe ich dann die Kameras gesehen auf der Karte. Aber ich konnte jetzt nichts machen oder so, ne? Nee, das ist, glaube ich, das ist, es gibt solche Sachen wie Kameras checken, das ist aber theoretisch extra. Also das ist neben. Ja, das habe ich gemacht. Ja.
Und Tim war, glaube ich, genau auf der anderen Seite der Tür von mir gerade, als er gestorben ist. Aha. Moment, dann war der aber, wenn Kameras oben also, links sind. Nein, der war unten. Bei dem, unten wo links. Man Müll rausbringt, unten links. Achso, das heißt, sie hat das auf den Kameras gegebenenfalls gesehen. Nein. Ich stand auf der anderen Seite der Tür. Ich hab nicht gewollt, ich weiß nicht, was ja, nee, also aber wenn du. Wenn eine Leiche liegt mit so Knochen raus, musst du die anklicken. Ne? Genau, also du kannst Leichen nee, reporten. Hab ich nicht gesehen. Nee. Jetzt muten wir uns wieder. Okay. Alter, was ist hier los? Das war knapp. Was ist passiert? In Kontamination sind 3 Leute drin und ich glaube, 2 davon sind böse. Ich bin gerade oben links. Ich stehe gerade an der Lava. In Kontamination wurde ich verfolgt. Ich bin direkt am Anfang der Runde runtergelaufen, durch Kontamination rein, hab meine Dinger sortiert und von links kamen 3 Leute. Ich bin oben in Kontamination drin und einer wurde aber abgemurkst, weil eine Leiche habe ich reportet vor der Tür und ich wäre der Nächste gewesen. Weil, wie lang liegt also die Leiche schon? Ja, bis Tür auf und zu. 10? Nee, 5 Sekunden? Wie lange ist die Tür zu, wenn du gesprüht wirst? Ja, okay. Nee, weil ich war die ganze Zeit in Vitals, nicht, dass du hier gerade jemanden umgeschlachtet hast und direkt reportet hast. Bist du von unten gekommen? Nee, kann ich nicht. Ich bin von unten gekommen und bin oben rein. Jetzt gerade? Nee, jetzt bin ich oben raus. Ja. Und Kundran ist gerade reingekommen von links. Also der steht. Du stehst genau auf der anderen Seite der Tür. Genau, ich wollte gerade die Stromkabel machen. Also Achim befindet sich da in dem Bereich unter Kontamination, aber ich weiß nicht, was er gerade gemacht hat. Ich bin weggelaufen und dann habe ich ihn aus dem Auge verloren. Meine Kiste da unten sortiert. Ah, okay. Die Spielzeugkiste. Die Kiste also, hä? Die Kiste sortiert. Danach auffällig. Danach habe ich von 1 bis 10 gezählt. Die Kiste mit Leichen, oder was? Das Bein und das Bein. Aber da waren mehr. Oder lag da noch in Dekon? Nee, also wenn du gesprüht wirst, direkt unten an der Tür. Also obere Kontaminationszone und an der Tür, nicht an der linken Tür. Und die 3 Leute sind die von oben oder von links? Nee, von links, von unten. Ja, ich wollte mittig in die Lava springen. Cool. Das ist auch ganz cool. Ganz wild wäre, wenn Jesse uns absolut played und alles über das Spiel weiß. Sie war halt rechts oben. Ja, erstmal die Lava und dann hat sie die ganze Zeit, also. Ja, ja. Mann, ich brauche meinen Mate jetzt langsam. Ich dachte, oben rechts, hier bei dem, da wo das große Fernglas ist, um in die Welt zu schauen, da habe ich eine Leiche gefunden, Jesse. Okay, aber dann können wir ja relativ zügig ausschließen. Bei mir waren Keto,
An der Kamera war einer mit schwarzem Hut. Achim? Nee, ich glaube, Nefias war da. Ich war an der Kamera. Achim war an der Kamera auch. Und Achim ich war an der Kamera und Achim kam auch hinterher dann an die Kamera. Okay. Nein, ich war zuerst an der Kamera. Jetzt gerade bin ich. Ja, gut, aber es ist Schnurz. Also, ihr wart also ich habe euch beide auch gerade in der Kamera gesehen. Oh, ich glaube, ich habe Kunan gesehen. Ja, ich war ist Kunan, auch. Ich habe Kunan gesehen. Das ist rechts auf dem Matt-Ding gewesen. Genau, ich war auf dem Matt-Ding. Bei 7 Leuten votet man nicht. Irgendeiner hat übrigens am Anfang Matt Bay gefaked, aber da habe ich noch keine Attention drauf gegeben. Nefi, wer war ganz am Anfang mit uns Matt Bay? Du warst das doch, oder? Boah, da waren voll viele. Ja, genau, aber es standen 2 gleichzeitig wieder drauf. Da war Tim. Ich war doch bei euch. Ich war mit Bell. Aber es haben nicht 3 Leute gemacht, zeitlich. Ja, ich wollte immer dran und da war halt ein anderer schon dran. Vex, wie bist du jetzt eigentlich nach da oben gekommen? Durch die Tür links. Also du bist durch den mehr oder weniger Haupteingang, nicht durch die Con. Ja, genau. Oder vielleicht doch durch den Vent. Warum warst du dann nochmal? Ich war nochmal. Du bist doch da direkt hingelaufen, bist dann durch die Kontamination und jetzt warst du da irgendwie nochmal. Nee, ich war nur einmal dort. Aber bist du nicht zum Rundenstall, also nach dem Vote, bist du doch mit mir mitgelaufen nach rechts oben? Ich bin nach links gelaufen. Nach links? Wer ist denn da mit mir gelaufen? Ich dachte, das wärst du gewesen. Okay, also Schmiddi, wo warst du? Jetzt gerade in Specimen. Alleine? Ja. Ohne irgendwen gesehen zu haben? Naja, ich habe einen Totenkopf, einen Diamanten und so einen Satz gesehen halt. Ach, auch schon wieder, hast du die Kiste. Du hast die Kiste sortiert. Ja. Aber bei 7 votet man nicht. Bei 7 votet man nicht. Skip. Ich mag hier nur kurz. Was sagst du denn jetzt? Nee, einer ist safe Vex, den habe ich gerade Nefi abschlachten sehen in Admin durch die Camps und einer war tot bei mir oben über Camps, das war Achim, ich weiß aber nicht, wer den gemacht hat. Wo hast du Vex gesehen? Admin, beziehungsweise, ja. Auf, ja doch, auf direkt, den Camps direkt dann? In dem, ja, direkt in dem Flur unter dem Tisch halt. Und da hat dann Nefi Vex gemacht. Vex, was sagst du denn dazu? Ja, okay, das reicht. Vex, du bist gemutet. Vex? Wir haben Vex. Oh, shit. Okay, die Tür ist bei mir zugegangen. Nefi ist reingelaufen, die Tür ist zugegangen, dann bin ich weggegangen. Was? Du standst vor der Tür, hast die dann aufgemacht, Nefi war schon drin, der kam dir links aus dem Raum mit dem Tisch entgegen und dann hast du ihn weggedrückt. Das Ding ist, du hast schon davor für mich gewotet, das heißt, ich vertraue dir erstmal gar nicht. Ja, ich habe dich markiert. Warum solltest du mir vertrauen? Ich habe gerade gesagt, du hast wen vor meinen Augen weggemacht. Oh, jetzt vor meiner ist die Frage, wie viel Erfahrung hat Smith und wie viel Erfahrung hat Vex? Also ich kann sagen, dass irgendwer, ich weiß nicht, wer die Tür für mich zugemacht hat, Nefi ist hochgelaufen und dann dachte ich mir so, scheiß drauf, geh ich weg. War wahrscheinlich unlucky Lügen, dein Mate halt, also, Kann irgendwer beweisen, dass du überhaupt die Kundran, also die Achim hätte das machen können, wie Achim sicher, hätte das machen können, aber Achim ist leider tot. Du hast Vex verdächtig, warum? Weil da sonst, also ich habe da oben sonst keinen gesehen, außer Vex. Kann, ja, ist es jetzt, kann also, das denn sein, dass er von links kam, wo lag die Leiche? Er hat ja selbst, ich habe die Leiche nicht gesehen. Er hat gesagt, die Leiche lag am Teleskop. Wo warst du? Es könnte sein, dass er mich Mad Bay gesehen hat und dann Angst hatte, dass ich da im nächsten Moment vorbeilaufe. Deswegen hat er es selbst Report gemacht. Das Einzige, was wir halt jetzt nur wissen, ist, dass wir halt ein 50-50 haben. Nope. Naja, du hattest in der letzten Runde halt auch keine Alibi. Also Vex ist Nummer 1. Wenn Kundan gegen Vex geshootet hat, dann ist Nummer 2 Keto oder Dalu. Und ich tippe auf Keto, weil der vorhin oben links am Reaktor war und Achim war ebenfalls mit mir da. Und mit Vex übrigens. Ja, wir müssen. Wir müssen. Ja, ja, Vex. Wenn's falsch ist, ist es eh vorbei jetzt. Ah! Nee, das ist nicht. Nee, der Call war safe.
jetzt eigentlich wissen müssen, als du meinem Call bei Vex nicht vertraut hast. Ich hab im Stream schon gesagt, ey, ich kenne Dalo schon so lange, der ist zu vertrauenswürdig, der spielt doch schon wieder. Ich hatte Glück, dass Keto der Letzte in der Reihe war. Also Kundran, du warst einfach zwei Steps so weit vorne, dass ich Keto so ein Messer nach hinten werfen konnte. So. Ja, hätte eh nichts. Wollte ich mal reporten gehen, um zu gucken, wer eigentlich noch lebt. Aber Vex, gut die Tür zugemacht. Ey, Kameras sind schon eine scheiß Erfindung, würde ich sagen. Bei jeder Leiche, die gecallt wurde, war dann immer so, ja, vielleicht war es ja Dalu. Nee, das kann nicht sein. Ich bin ja da und dort hingelaufen und alle so, jo. Ja, dann, genau, dann das war halt wieder so. Das war halt nicht so dieser. Okay. Bei den letzten Leichen hatte ich aber wirklich ein Alibi. Da war ich unten links wirklich mit den Leuten. Also Vex hat ja oben rechts abgemurkst. Da habe ich nicht gemacht. Nee, bei den ersten zwei. Gippi tat mir super leid. Ich sehe noch Sue und Berne. Was so ein Ding ist das? Der ist nicht so geil. Hier wäre halt awesome. Ach, schlechter Start. Hello, hello, hello. Warum gibt's Alarm? Hello, yellow. Mein Handy tot ist. Oh nein. Aber also, Emergency Call. Die Leiche ist jetzt auch weg. Sehr gut, Schmidi. Keto kann ich ausschließen und das war jetzt gerade eben erst. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie Leute von bei euch gesehen habt in den letzten 5 Sekunden. Dann kann ich Gippi ausschließen. Also ich weiß. Wenn es in den letzten 5 Sekunden passiert ist, kann ich Gippi ausschließen. Ja. Ich habe gerade eben erst Keto gesehen und Jesse habe ich auch rumlaufen sehen. Scheiße, ich habe nur einen von Electric nach rechts laufen sehen über die Mitte. Wo hast du Keto gesehen und wo bist du dann hin? Keto ist gerade rechts unten aus diesem Arbeitszimmer rausgekommen. Und dann ist er links gelaufen. Ich bin von Electric nach rechts oben gelaufen. Also Licht angemacht, dann bin ich nach rechts oben gelaufen, weil ich, was hab ich gemacht, hier diesen Schalter umlegen. Da bin ich gerade ich weiß gar nicht, ob ich ihn geschafft habe, weil in dem Moment wurde gecallt. Die Frage ist, wo ist Nefi hingerannt? Als wir Comms angemacht haben, waren wir 6 Leute. Dann sind 4 oder 5 Leute Admin gelaufen. Und ich glaube, Nefi war dabei. Admin ist rechts unten. Man, ja, da wo auch Vital sind. Und dann, das ist nur das. Und dann bin ich nach links gelaufen. Aber war Nefi da schon weg? Woher weißt du, also als jetzt 5 Sekunden her ist? Also das war geschätzt, ich war in den Vitals ziemlich lange, dann bin ich runtergegangen, habe ich Keto an dem Tisch gesehen, wo man sieht, wo die Leute sind. Dann bin ich wieder hoch an die Vitals, dann war er tot und dann habe ich das Ding gecallt. Okay, also sind es aber 10 aber Sekunden. Wieso ist ja, probably 10. Achso, du hast ihn in der Cam gesehen, die Leiche, oder was? Nein, Vitals, da siehst du, ob wer tot ist oder nicht. Ach so, okay, das aber, wusste ich nicht, ja. Aber jetzt wissen wir halt nicht, wo die Leiche sein kann. Weiß jemand, wer Richtung Oxygen gelaufen ist? Weil in Oxygen waren 2 Leute, einer war oben rechts und 2 Leute waren Electric. Welches ist Oxygen? Der ist wahrscheinlich in Oxygen gestorben. Also ich bin jetzt gerade oben im Leben leid. Schnell tippen. Also, oh ja, tippen. Hauptsache sag mir, 3 Leute. War. Irgendwas. Okay, da sind 3 Leute. Man kann skippen. Wilden Wolken. Oh, das wusste ich nicht.
Gips. Wo ist er dead? Ja. Neben der Tür, genau, rechts oben. Also ganz gelaufen. Vor der Tür von Decontamination. Also ich war vorhin da mit Dalu und mit Vex unterwegs. Vex ist nach unten, genau. Nach links weggelaufen. Ach, Dalu, scheiße. Ich hätte Gippi verdächtig, wenn er jetzt nicht gestorben ist, weil er den Alarm nicht ausgemacht hat, sondern uns entgegenkam. Er ist uns drei entgegengelaufen, ja, als der Alarm an war. Also ich kann schon mal sagen, Jesse war es nicht. Die ist gerade nach mir zum Dropkick gelaufen, hat die Aufgabe mit dem Schlüssel gemacht. Mit wird es auch nicht gewesen sein. Schmitz war gerade im Electric irgendwo unterwegs. Also Smith hat oben links den Reaktor ausgemacht und da kam uns Jesse dann noch entgegen. Wen ist Gippi jetzt entgegengelaufen? Dalu und wem? Und noch? Vex und Vex Tim. Und Tim, ja. Ich bin da mit Vex nach links gelaufen, Dalu ist, glaube ich, nach unten gelaufen. Keto, genau. Stand da auch noch irgendwo rum. Ja, aber wir haben ja den... Ich frage mich halt, warum wir den Alarm ausgemacht haben und Gippi uns entgegenkam. Also, aber das ändert sich jetzt nicht. Der hat auch so komische Ideen. Ja, aber das ist egal. Er ist halt Deno. Aber warum... Ich frage mich auch, warum Gippi jetzt da tot liegt. Wenn ihr da gerade langgelaufen seid, dann muss ich... Nee, wir waren draußen schon. Als er uns entgegengelaufen ist, waren wir schon raus. Er ist vielleicht Achim entgegengelaufen, weil Achim war unten. Ich war unten an der Kiste, ja. Richtig. Ja, Moment, aber wann warst du unten an der Kiste? Wir haben uns unten an der Kiste getroffen. In der Zeit waren wir zum Seismic gelaufen. Wie lange warst du da? Ihr seid weggelaufen. Ich habe zwei Missionen unten gehabt. Oh, Achim! Ich habe wirklich zwei Missionen unten gehabt. Ich dachte, Kiste auch bei der Mission und das andere gehabt. Achim hat die Kontamination nie verlassen, anscheinend. Nein. Sonst könnte ich mir nur vorstellen, dass es Keto war, weil der habt stand da auch noch rum, wenn der da reingelaufen Keto ist. Keto war auch draußen, Gebiet. Der stand uns auch draußen. Ja, aber ihr drei, habt ihr drei euch denn die ganze Zeit gesehen? Vex und ich sind komplett die ganze Runde zusammen rumgelaufen. Ich hatte echt Angst, dass er mich killt, wenn ich ehrlich bin. Dann ist Achim uns beiden erst entgegengekommen und Tim hatten wir oben in Madbay getroffen. Naja, außer am Ende, oder? Nee, am Ende sind wir nicht weggestanden. Nö, da seid ihr auch so nah gewesen. Ist nicht am Ende die Person gestorben? Also ich kann es auch nicht sagen. Wer votet auf Achim? Ich mit und? Schmidt, ich tue mir was er. Und weg schon mal. Jesse, stell doch keine Fragen. Oh, und jetzt. Hätte er da nehmen können. Mist, das wird seitdem nix. Gibt's da eine Party bei Kameras oder was? Ich hab die ganze Zeit euch beobachtet. Aber da kamen gerade drei Leute raus. Also auch wenn wir dadurch die Leiche wieder nicht gefunden haben, aber bevor hier die Cooldowns ablaufen und wir gleich nur noch fünf Lebende sind, ja. Wie viel warst du auch an Kamera? Warst du an Vitals oder hast du die Leiche gefunden? Ich hab keinen gesehen, weil ich nicht in der Kamera drin war. Oh, okay. Deswegen meine ich, auch wenn wir euch beiden im Gang auch wenn wir die Leiche nicht sehen, ich will es nicht riskieren, dass der Cooldown jetzt abläuft. Frage ist, wo war Dalukat? Ja, kann ich dir sagen, in Admin. Kundan, wenn du das Fenster wegmachen würdest, glaube ich, könnten wir uns sehen. Also warst du auch bei den Kameras? Nein, ich war nicht bei den Kameras. Ich war unten über der Kontaminationszone, der Tisch, wo du siehst, wie viele Köpfe wo sind. Drei Stück waren Dropship, einer war Madbay und zwei Stück waren Kameras. Relativ. Zwei Stück? Wer war der zweite? Ja, das steht da nicht. Also ich stehe die ganze Zeit bei Kameras. Ich und Achim waren die ganze Zeit bei Kameras.
Er weiß es wahrscheinlich nicht. Aber du kannst es ja nicht sehen, du siehst die Wege ja nicht. Einer von Dropship kann Kameras gewesen sein, weil es waren ganz am Anfang, halbe Minute vorher, waren drei Stück Dropship. Da habe ich mich schon gewundert, aber die werden halt die Dingens aufgeholt haben. Ja, das waren Jesse und ich, die beide die Key-Quest gemacht haben. Tim ist dann unten kurz reingekommen in mein Sichtfeld und ja, okay, raus. Also der könnte halt vorher von Kameras dahingelaufen sein oder so. Also, und es war, Kameras, einer war Mad Bay. Also ich war erst vorhin am... Hab den Seismic-Ding ausgemacht, dann bin ich runtergelaufen Richtung Kameras, dort stand Achim und dann bin ich wieder raus Richtung Mitte gelaufen, dann wurde das Meeting gecallt. Wir sind fast fertig, ich habe eine Quest. Ja, ich muss auch die Medbay-Quest. Ich muss zum Baum. Ja. Oh. Dann gehe ich dir jetzt hinterher. Ich bin schon ein bisschen länger vor. Okay. Kann ich über beschützen, bitte, ich bin interessant. Wer hat jetzt noch alles Aufgaben? Ich habe Medbay-Aufgaben, das ist die einzige noch. Hat noch einer Medbay zum Confirm? Sonst gehe ich da. Ich kann mitgehen. Wir gucken einfach mal. Oh, beschützt mich, danke. Ach so, Schmidt, was soll das jetzt? Ich bin auch ein bisschen komisch drauf. Die Hunde verlieren wir. Oh, come on! Kann einfach nicht wahr sein, Dalu. Mann, ey. Schön. Oh, der Double war nice. Ich wusste es. Sehr gut, ey. Es hat mir eine Runde voll wie links zu zweit entgegengekommen. Und ich hab die Leiche gesucht, aber ich hab keine gefunden. Also dachte ich, ihr habt nichts gemacht. Leute, ich bedanke mich auch gleich wieder bei euch. Oh, das wird hart. Schon wächst. Der ist einfach durchgerannt. Nee, schon wieder Nefias. Du hast Nefias? Okay. Das ist ärgerlich. Also Jesse war es. Selber nicht. Sagen oder soll ich es sagen? Du bist recorded, also bitte. Okay, ich bin gerade unten in Kont reingelaufen. Ich habe eine Frage, kurz bevor Gibby den Fall löst. Ich möchte vielleicht den anderen exposen. Vex, warum bist du durch die Kontaminationszone gerannt, ohne eine Task zu machen? Weil ich gesehen habe, dass jemand anderes vor mir da reingerannt ist und ich wollte wissen, ob ich jemanden beim Morden. Hä? Ich bin dir hinterhergerannt, weil ich dich vor mir hab reinrennen sehen. Okay, jetzt crazy, jetzt ist crazy, Max. Aber ich weiß nicht, ob deine Geschichte wahr ist. Aber lass uns kurz Gibby den Fall lösen. Ja, ich hab nichts gesagt. Ich wollte nur mal fragen, ob er es selber sagen möchte eigentlich. Oh oh. Das Kundran ist mir von da entgegengekommen, aber der ist auch neben dem Loch gestorben. Also es kann jeder gewesen sein eigentlich.
Achso, das war ein Bait? Ich dachte, jetzt kommt eine große Show. Nee, ich wollte nur mal hören. Ja. Mann, das ist jetzt ein bisschen anders. Ich lass euch die große Show. Gibby hat ihn einfach umgebracht und wollte den bringen. Ja, kann auch sein. Aber wo lag die Leiche? Oben in der Mitte bei dem Loch, bei dem rechten, weißt du? Nee. In der Mitte, rechts aus in dem Haus, aus dem Haupthaus. Außerhalb wenn vom... Wenn du rechts aus dem Haupthaus... Ach, Wex, möchtest du das vielleicht? Wex! Wex, sag doch mal, wo lag der denn? Versucht aus deinem Ding zu schließen. Aber ja, sag mal, wo hast du denn verstanden, Ja, Wex, wo liegt die Leiche? Ich hab das jetzt nicht gehört. Ich kann es ja Kutter erklären. Ich kann es erklären, aber ich möchte jetzt von dir hören. Ja, aber warum soll ich das wissen? Ihr könnt es doch beide erklären. Was ist hier gerade passiert? Ich war's nicht. Ich glaube, Wex ist ein fieser Fiesling, ja. Ich würde sagen, das ist ein harter Skip, ja. Also, das ist da in der Mitte gewesen, ne? Wex, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Wenn ich jetzt mehr als nein. Wir skippen. Wer ist raus? Wex muss raus. Also, nein, wir wollen schon nicht Wex, oder? Oh, Gott sei Dank. Schmiddy! Aber im Zweifel ist es Dalu, das habe ich die letzten zwei Runden gelernt. Ja, genau so funktioniert das. Er hat dich auch dabei gewesen. Hallo. Hallo. Kurz bevor Alarm losging, war schon wer tot. Ich war erst an Asteroids, dann an Vitals und dann stand ich am Button. Also, Tim war, glaube ich, weißt du, wo der tot sein könnte? Nein, da war auf den Knopf gedrückt, wo er immer sagt, mach das nicht. Ja, Moment, aber ich hab doch vor, also ich stand ja da schon, zwei Leute haben mich sogar gesehen, wie ich an einem Tisch stand. Seit Ewigkeiten. Na, ich sag nicht, und er kam voll links unten, zusammen mit Keto und mit noch wem. Tim? Ja, und dann bist du da hingegangen. Und Tim? Ich hab die Leiche nämlich gesucht, also, weil ich war mir sicher, Tim ist doch der gestorben ist, oder? Lex? Nein, warte. Was für du hast die Leiche gesucht? Ja, weil ich wusste, wer hat die Leiche gesucht? Ich hat die Leiche gesucht. Ja, ich stand in Auto mit Tim. Ich sag, der Wex hat die Leiche gesucht, hat ihn gefunden und ist hinterhergelaufen, hat ihn getötet und dann war es Wex. Wex ist dann Mörder geworden. Wex erste Story war auch schon crazy. Ich stand in O2 mit Tim zusammen, geh raus, da stand vorhin noch Keto an den Wires und dann kam Wex mir entgegen und Tim ist ein paar Sekunden später tot, aber du bist da reingelaufen, um die Leiche zu suchen. Nee, also ich hab, okay, ja, schon, ich hab dann Leiche gesucht und dann bin ich... doch jemand anders? Also da war einmal ein Dalu, ein Keto und ein Tim. Die sind nach rechts gelaufen.
Kannst du mir erklären, was du danach gemacht hast, als der Seismik anging? Ich bin in die Richtung von, also ich bin in dieselbe Richtung gelaufen wie Dalu und Keto gelaufen. Moment, sind ich habe dich oh, aber, ich habe dich aber nicht gesehen zu dem Natürlich, Zeitpunkt. Ich bin durch gelaufen. Ich glaube eher das Asteroiden raus. Hast du denn schon? Du kamst nicht aus Asteroids raus. Doch. Doch, als der Seismik anging, war er auf jeden Fall direkt unterkommst. Das stimmt. Okay, aber während des Falls schon gemacht. Was hab ich? Es ist weg. Die Schlüsselquest. Es ist weg. Nee, ich, okay, ich beweise es gleich. Ich zeige euch meine Schlüssel. Ja. Mach gleich den Schlüssel. Ist schon vielleicht zu spät, dann skippt lieber bitte. Ich hab geskippt. Okay. Oh mein Gott. Dann zeig mal den Schlüssel. Ja, zeig uns deinen Schlüssel. Dann sag uns beim nächsten Meeting welcher. Ja, okay. Gib keinen Schlüssel. Das ist gut. Schaffen wir so nicht. Es ist Vex. Okay, es ist Dalu Nein. und Tim. Nee, nicht Tim. Als gerade Seismic anging, bin ich nochmal zurückgegangen zum Double-Checken, weil Gippy auf dich gewartet hat. Und dann hast du ihn abgemurkst und dachtest, du bist letzter, Schwein. Also erstmal hatte ich eine Quest rechts in dem Raum da. Du hast gesagt, du hast deinen Schlüssel und zeigst uns den. Wir haben die Schlüsselquest nicht mal, du Verräter. Ja, weil ich war noch nicht oben. Wir haben die Quest nicht, du hast sie auch nicht. Ich hatte die Quest links. Okay, ich sag dir ganz haben die Schlüsselquest nicht. Ich hatte die Quest links von der Schlüsselquest. Nein, du hast gesagt, du zeigst uns den Schlüssel. Ich dachte, dass ihr die habt, weil oder dass wir die haben, bitte weil mir oben was angezeigt wurde. Nicht. Okay, erstmal, wer war mit uns rechts bei Contamination? Ich weiß, dass Dano da war und es war noch wer da. Kundran, Jesse, wir waren alle und sind alle zum Alarm gelaufen. Dann habe ich gedoublecheckt. Während Gippy gekillt wurde, schätze ich mal, war ich rechts hinter der verschlossenen Tür und habe die WLAN-Quest gemacht. Bin danach nach links gelaufen zum Loch, wo die andere WLAN-Quest war. Du hast die Schlüsselquest gefaked. Wir haben die nicht. Daran hängst du dich gerade auf? Ja, daran hänge ich mich auf. Deswegen haben wir dich leben lassen. Die mit dem coolen Raumschiff habe ich gemacht. Also ich bin für meine goldene Regel, bei 7 votet man nicht, aber Vex ist 100%. Ich bin für meine goldene Regel. Also Vex ist 100%. Ich meine, ich schätze mal, dass doch kein Traitor tot ist. Das heißt, Kundran ist wahrscheinlich jedenfalls. Du bist der Erste, du Nase. Okay. Aber was habt ihr gewotet? Ich hab gar nichts gemacht. Wir sind 7 Leute. Ich skip einfach. Ja, also bei 7 skippt okay. man. Also ich hab Dalu gewotet. Ja, okay. Okay. Oh. Und Kate hat mich gewotet. Ja, das ist auch richtig, aber bei 7 Leuten skippt man. Aber du bist... Warum skippt man? Werden wir gleich. Rettet mich bitte jetzt gleich, hilf. Das muss jetzt zügig gehen. Also Vex war es diesmal nicht, aber ich schieße ihn trotzdem nicht aus. Ich schieße ihn aber trotzdem nicht aus, dass er der Zweite ist. Aber diesmal war er es nicht. Wo lag die Leiche? Müsstest du es nicht am besten wissen? Ja, meinst du mich? Ja. Ich weiß nicht, ich habe nicht reported. Smith hat reported. Weiß, aber... Ja, wo... Ja, aber wo lag denn jetzt die Leiche? Die Leiche lag genau da, wo du gerade eben vor 3 Sekunden warst. Merkwürdig. Aber das Ding ist, also eigentlich
Also wenn, dann ist er zurückgelaufen und ich... Wenn du die Taskbar gecheckt hast, wüsstest du, dass wir den Dingens gedrückt haben. Wen? Ja, den Alarm. Ich weiß nicht, wo die Leiche lag. Dann ist es... Wer hat wen anders gesehen gerade? Also bei mir war Keto und ich hab Jesse gesehen. Ich war bei Kundran, ja. Ich war bei dem Loch, aber ich nehme an, dass er die Quest wie gemacht. Jesse und Kundran, ja. Welche Quest hast du gemacht? Das war die wir sind gerade aus dem Hauptgebäude. Vex, wen confirmst du? Warte einen Moment. Vex, welche Quest hast du da gemacht? Stromkasten. Hast du gerade eben nicht noch WLAN gesagt? Ja, aber WLAN ist rechts. Vex, jetzt komm, du hast den Schlüssel schon gefaked. Alles klar, man kann es auch noch mehr obvious machen, ja? Also, ich meine... Keto war genau in mir. Ich dachte, du wärst aus dem Loch gekommen, aber das kann ich sagen, weil ich habe ihn davor schon ebenfalls rechts oben gesehen. Wie, ich habe den Alarm gedrückt. Wenn du die Taste offen hattest, wüsstest du, dass da eins von zwei stand. Ich weiß nicht, ob das gerade einfach nur wirklich Five-Fat Metagaming ist. Erstmal, das Problem ist, ich habe irgendwie einen Hochlaufen sehen und ich voll Idiot drücke halt Report, anstatt ihm hinterher zu laufen. Hast du nicht gesagt, dass du Dalu 5 Sekunden davor... Ja, aber ich war in den Camps. Hatte einer von euch die Taskbar offen? Hat das nicht gemacht, während ich in den Camps war. Siehst du, Vex? Ich hab's, ich schwöre auf die Stromkastenquest, ich hab ihn nur vertan. Nein, die Strom... Okay. Die Schlüsselquest war fake. Ach, kein Fehler. Okay, so viel dazu. Ich wusste bis zum Ende nicht, wo die Leiche liegt. Das ist so ein bisschen problematisch. Pass mal auf Keto auf. Er hat gerade gesagt, Vex kann es nicht gewesen sein. Ich muss noch zwei Tasks machen. Ja, weil er gerade... Ja. Jesse, komm mit. Jesse, wir brauchen jetzt den Double Kill. Komm, Jesse, ja, komm. Jesse, wir brauchen den Double Kill. Jesse, ich brauch dich jetzt. Komm. Ja. Komm. Nicht machen. Nein. Jesse, kill! Ja! Mann, ich wusste, ja, dass ich Dalu da weglaufen gesehen habe, Alter. Ja, kann man Dalu so in die Karten spielen? Hätte ich nur nicht WLAN gesagt. Aber wir hätten nicht mal ein Double gebraucht. Wir waren noch beide am Leben. Ich dachte, wir brauchen ein Double Kill. Und als die Leiche gecallt hat, war Dalu 2 Meter daneben. Ja, aber das hat er ja nicht gesehen. Alle anderen ein Alibi gegeben. Alle hatten ein Alibi, nur Dalu nicht.